So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diesmal sind wir hier, wie man hier sieht, leicht eingekesselt. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt entkommen können oder ob wir überhaupt entkommen dürfen. Auf jeden Fall liegt alles an mir, so wie es ausschaut. Und ich habe gerade echt gar keinen Dunst, was uns jetzt hier erwartet. Das sieht ja schon mal nach einem guten Weg aus. Rote. Ellie, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Ja. Ja. Ja, wir sind überall. Oh, oh. Jetzt wieder so steil ab hier. Verdammt, da. Ich sehe sie, ich sehe sie. Durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Also ich habe nur 13 Schuss, Mann. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Hallo. Grab foot. Hier ist doch niemand. Geh schon. Ja, au. Ich schau da hinten nach, Leute. Alter. Da ist ja noch einer. Hehe. Ja. Leute, gar nicht so einfach wie gedacht. Aber andererseits, wie sollen wir sonst hier durch ohne uns jetzt immer? Was ist denn im Endeffekt? Hallo? Ach, du wärst ja Sniper hier. Alter, Balkenauge. Alter, wenn wir so. Schirm oder dein Leben? Sehe ich. Nee, total nervös. So, abschätzen, wo er stehen bleibt. Er ist hier drüben! Wo ist er dann? So. Wo ist natürlich nur. Natürlich kann man die Waffen nicht nehmen, ist wieder logisch. Ne? Das wäre auch zu einfach. Na Leute, ich will nichts sagen, dann müssen wir weiter. Ich kann welche hören. Scheiße. Alter, das ist ein ganzer Haufen noch von den Jungs. Die Gesichter! Au! Au! Verwochen. Eine einzige Kugel. Eine Kugel. Jetzt muss ich mir wirklich irgendeine Hand ausschalten, glaube ich. Das ist auf der falschen Seite. Scheiße, wie komme ich da hin?
Leute, ich habe nur noch einen Schuss. Komm ich den Lebkuchentag nicht darüber. Ich muss heute nur einen Schuss anfangen. Na, hat mal jemand von euch Munition? Tja. Gut. Seht ihr, manchmal muss man nicht kämpfen. Oder flüchten. Hier können wir durch. Messer ist eine Lautauswaffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit so einem Dringen. Wenn du von Messern ist eingeschränkt, wenn sie abgenutzt sind, verbrechen sie. Ja. Gut. Schön. Sobald sie abgenutzt sind. Ja, auch klasse, ne? Vor allem, was soll die 1 bedeuten? Einmal benutzen an. Dann. Finito oder was? Mitstehen. Noch eine Patrouille. Alter, ist mir doch. Jetzt kommst du alles. Ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Zu viele, Tess. Oh, Mann. Oh, Mist. Toll. Stein. Oh, shit. Oh, shit. Hier! Ja. Aua. Das Prügeln. Ja. Na, Mädel. Schnell ein bisschen heilen wenigstens. Das ist Wahnsinn. Eierhorn. Ja. Sauhund. Er ist hier drüben. Wie viele Leute sind das bitte? Ja. Ich checke diesen Bereich. Sieh da drüben da. Jetzt hol ich ihn. Jetzt hol ich ihn. Oh shit. Aber es ist schon geil, dass eigentlich kein einziger hier Munition fällen lässt. Ne? Rechtzeitig gedückt war. Geh schon mal gucken, Junge. Wie soll ich denn da hochkommen? Knappe Dose. Faszinierend.
Also hier gibt's einfach gerade keinen Weg hoch, ne? Ne. Hier gibt's nicht mal eine Treppe. Opa, Opa. Habt ihr den Ball? Komm. Ich sag mir einfach Scheiß drauf. Ich hab mich nur einmal in der Hand. Hier dachte ich. Sieht aber irgendwie gar nicht so gut aus. Vor allem habe ich ja gar keine Medizin mehr, um mich zu heilen hier. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Klasse. Klasse. Ich habe keine Munition mehr. Aber egal, plüffen kann man wir trotzdem. Durchpassen. Ja, keiner im Weg hier. Team Charlie, berichtet. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das ist noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Dunkeln ist gut, oder? Maschinenraum. Hallo? Ist da jemand? Naja, aber hier haben wir. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz alles kurz. Weggekauft hier. Weggeholt. Sieh nach, ob hier irgendwas da was drin ist. Na klar, Boss. Alter, Leute. Kommt schon. Ich brauche irgendwie Munition oder so. Ist da Munition drin? Munition, ja, toll. Zwei Kugeln. Was ist das? Ah, Medizin und nochmal irgend sowas. Da war doch keine Medizin. Hä? Also ich verstehe jetzt gerade das Ganze nicht. Aber was ist mit zwei Kugeln, Alter? Zwei Kugeln. Zwei Kugeln. Davon geht eine schon mit Sicherheit in die Wand und die andere wahrscheinlich schon ins Bein. So. Mit dem Messer kann ich ja auch nicht wirklich viel anfangen wahrscheinlich. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, welche wir Richtung? Kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Hallo. Sie rufen uns widerlich. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen. Los geht's. Na los. Weiter. Oh. Ja, ja. Ja. Organisation. Und sind in Sicherheit. Sicherheit. Sieht zwar nicht sehr okay, sicher aus. Weg. Wird es wohl sein? Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt.
Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Was ist, wenn's stimmt? Oho. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. So. Hallo Leute, herzlich willkommen. Das war der Prolog. Ein Ende von Folge 6. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Na dann. Gehen wir durchs Zentrum. Aber das Ganze tun wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.